Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Scar nie böse geworden wäre? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren und Teil der Community werden. Und außerdem verpasst du so keine neuen Videos zu diesen Themen mehr. Aber nun genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem heutigen Thema. Wir alle kennen Scar eigentlich als ziemlich fiesen und bösen Kerl. Er tötet seinen eigenen Bruder und versucht es auch bei seinem Neffen, besteigt dann den Thron, zerstört das ganze geweihte Land und stirbt dann. Aber wie wären die Filme verlaufen, wenn Scar eben nicht böse gewesen wäre? Nun, für dieses Video halten wir uns mal am Kanon und das ist nun mal die Story in Die Garde der Löwen mit dieser Schlange da. Ja. Wir gehen also davon aus, dass dieser fremde Löwe Scar mitnimmt und die Schlange ihn auch angreift. Allerdings wirkt das Schlangengift nicht und Scar wird in dem Fall nicht böse. Also nutzt Scar wie in der Serie auch das Gebrüll, um die Schlange und diesen fremden Löwen wegzuschleudern. Daraufhin geht er wieder zurück zum Königsfelsen und erzählt Mufasa von der Geschichte. Dieser würde sich vielleicht auch wie in der Serie etwas lustig machen über die Narbe. Allerdings gehen wir für diese Theorie nicht davon aus, dass Scar in geistiger Zustand ist und deswegen jetzt seinen Bruder töten muss. Wir gehen einfach davon aus, dass er auch drüber lachen kann und sich Scar vielleicht sogar als Spitznamen gibt. Apropos, ich muss mich an der Stelle bei einem Zuschauer entschuldigen, der mich in den Kommentaren einmal darauf hingewiesen hat, dass Scars echter Name nicht Taka, sondern Askari ist. Ich wusste da leider nicht, dass Disney das schon bestätigt hat und habe mit ihm in den Kommentaren drüber diskutiert. Das heißt, an der Stelle, sorry, war mein Fehler. Und wenn ich ehrlich bin, bringt mich dieser Name schon wieder komplett durcheinander und zerstört gerade mein komplettes König der Löwen-Universum. Aber das ist ein anderes Thema. Askari behält sich also diesen Spitznamen und nennt sich von jetzt an Scar. Dementsprechend würde er auch seine Garde nicht vernichten und sie würde auch weiterhin existieren. Das würde also bedeuten, dass Scar in Teil 1 nach wie vor mit seiner Garde aktiv ist und für Recht und Ordnung im geweihten Land sorgen würde. Er würde auch das Machtgefüge und die verschiedenen Positionen im geweihten Land nicht hinterfragen. Das bedeutet, Scar kennt seinen Platz im ewigen Kreis des Lebens und respektiert, dass Mufasa der rechtmäßige König ist. Es wäre natürlich dennoch möglich, dass er sich eventuell als Kind mit den Hyänen angefreundet hat. Und möglicherweise, da er ja hier auch zu Mufasa ein etwas besseres Verhältnis hat, könnte er eventuell bewirken, dass die Hyänen doch ins geweihte Land dürfen. Oder dass sie zumindest geregelt jagen dürfen. Also, das wird jetzt bedeuten, dass es zum Beispiel eine Regelung gibt, dass sie irgendwie einmal am Tag für eine gewisse Zeit ins geweihte Land dürfen, jagen dürfen und dann wieder abhauen müssen. Somit müssten die Hyänen nicht von den Resten leben und das geweihte Land geht dabei nicht komplett den Bach runter. Allerdings wäre hier natürlich auch die Frage, ob die Hyänen das Ganze akzeptieren würden. Immerhin ist ihnen ja egal, ob sie Hunger haben oder nicht, sie wollen trotzdem fressen und jagen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Hyänen das Ganze akzeptieren und Hyänen und Löwen hier in einem Gleichgewicht miteinander leben können. Das heißt, Simba würde hier auch ganz anders aufwachsen. Und möglicherweise würde es auch für Scar etwas besser laufen, denn sollte Sira dann noch nicht am Königsfelsen gelebt haben, wäre es auch gut möglich, dass er beispielsweise mit Serafina zusammenkommen würde. Für die Theorie gehen wir aber davon aus, dass Nala schon vor ihrer Beziehung geboren wurde. Sprich, Scar ist nicht der Vater von Nala. Da Mufasa in dieser Theorie nicht von seinem Bruder getötet wird, wäre es auch durchaus möglich, dass Simba noch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommt. Allerdings würde er so nie auf Timon und Pumba treffen. Er würde also ganz gechillt im geweihten Land erwachsen werden. Mufasa und Zazu bringen ihm bei, was es bedeutet, König zu sein. Und auch Scar könnte ihm hier einiges beibringen. Simba würde also früher oder später erwachsen werden und mit Nala zusammenkommen. Die beiden würden wie in den Filmen auch Kinder bekommen, und zwar Kiara und Kion. Kiara wäre auch hier wieder die Thronfolgerin und Kion wäre zu Anfang einfach da. Früher oder später würde sich herausstellen, dass Kion eventuell auch das Gebrüll besitzt und er würde eine eigene Garde zusammenstellen. Möglicherweise würde Scar das Gebrüll dennoch behalten und Kion und seine Garde unterstützen. Da Mufasa in dieser Theorie hier auch noch lebt, wäre es auch mit der Thronfolge etwas anders, als wir es kennen. Denn wenn Mufasa nicht zugunsten von Simba abdankt, würde er weiter König bleiben, bis er selbst sterben würde. Das würde allerdings vermutlich etwas länger dauern und es könnte dafür sorgen, dass Simba gar nicht König wird, sondern dann direkt Kiara. Immerhin wäre Simba ja dann auch schon ziemlich alt, wenn Mufasa ganz normal sterben würde. Damit das Ganze aber jetzt nicht einfach komplett langweilig weiterläuft, gehen wir einfach davon aus, dass Scar und Serafina ein Kind haben und das eventuell auch irgendwann mal zum Anführer der Garde der Löwen werden möchte, genauso wie sein Vater. Allerdings ist ihm das Ganze dank Kion nicht möglich und möglicherweise wäre er dann noch wütender, weil Kion ihn nicht zu einem Teil der Garde der Löwen macht. Und als wären diese Familienprobleme dann nicht schon genug, würde sich Kiara in einen Löwen eines feindlichen kleineren Rudels verlieben. Hier würde es sich um Kovu handeln. Wir gehen einfach davon aus, dass Sira ein kleineres Rudel am Rande des geweihten Landes hat und Mufasa, Simba und in dem Fall möglicherweise auch Scar nicht wirklich leiden kann.
Das heißt, es würde hier immer wieder kleinere Auseinandersetzungen zwischen dem Rudel von Sira und dem Rudel von Simba bzw. Mufasa geben. Hier würde Sira Kovu verbieten, Kiara zu sehen, und Simba würde Kiara verbieten, Kovu zu sehen, eigentlich wie wir es im Film kennen. Da aber Mufasa im zweiten Teil schon als Geist ein ziemliches Mastermind war und gewusst hatte, dass es gar keine schlechte Idee ist, Kiara und Kovu zu verkuppeln, würde das Ganze hier auch nochmal tun mit der Hilfe von Rafiki. Es würde hier also zu immer stärkeren Reibereien zwischen dem Rudel von Sira und dem Rudel von Simba kommen. Oh, dem Rudel von Mufasa meinte ich. Sorry. Und früher oder später würde sich Kovu dazu entschließen, das Rudel von Sira zu verlassen und zu Mufasas Rudel zu gehen und somit zu Kiara. Und da Kion hier ja auch noch ein Teenager ist, würde Scar ihm vermutlich helfen, die Angriffe von Siras Rudel abzuwehren. Währenddessen würde Scars Sohn vermutlich ziemlich aggressiv werden. Denn er ist weder Anführer der Garde der Löwen, noch ist er ein Teil der Garde der Löwen, und zusätzlich beschäftigt sich auch noch sein Vater aktuell sehr viel mit Kion. Sein Hass auf Kion könnte dadurch extrem groß werden. Möglicherweise würde er sich früher oder später dazu entschließen, Kion endgültig loszuwerden, um selbst an das Gebrüll zu kommen. Er würde also ein mehr oder weniger kleines Bündnis mit Sira schließen. Am nächsten Tag lockt er Kion alleine an die Grenze des geweihten Landes. Doch plötzlich werden die beiden von Sira und ihrem Rudel umzingelt. Allerdings stellt sich Scars Sohn dann an die Seite von Sira und Kion schnallt so langsam, was hier vorgeht. Das ist eine Falle. Kion hat jetzt ein kleines Problem. Er hat zwar das Gebrüll, aber dadurch, dass die Löwinnen ihn umzingelt haben, hat er nicht die Möglichkeit, alle gemeinsam mit dem Gebrüll auszuschalten. Es würde hier also zu einem kleinen Kampf kommen, allerdings ist Kion hier klar in der Unterzahl. Das bedeutet, Kion würde hier verletzt werden und möglicherweise auch fast sterben. Allerdings kommen ihm Scar, Kovu und Simba noch rechtzeitig zu Hilfe. Scar würde hier auch sehen, dass sich sein Sohn auf die Seite von Sira gestellt hat. Und dass Scar in dieser Theorie nicht böse ist, würde ihn das ziemlich enttäuschen. Sie würden die Angreifer verscheuchen und Kion zurück zum Königsfelsen bringen. Rafiki würde ihn dann verpflegen. Wir gehen einfach davon aus, dass Kion in dieser Theorie eine schwerere Verletzung am Auge hat. Rafiki kann diese Verletzung weder heilen noch verpflegen. Er schickt Kion und seine Garde daraufhin zum Baum des Lebens, wo man ihn möglicherweise heilen kann und er eventuell auch auf Rani stoßen würde. So wird es auf jeden Fall für Kion und Rani und Kiara und Kovu ein Happy End geben. Aber wie glaubt ihr, könnte es weitergehen? Was wäre mit Scars Sohn in unserer Theorie? Glaubt ihr, dass er weiterhin böse bleiben wird oder wird er wieder die Seiten wechseln? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat diese Theorie gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!